Ich erkläre mich hier jetzt mal, damit wenn hier einer ankommt. Da links dran sieht er so an, ne? So top. Echt? Ne, das sind nur die Helden von denen, so, die kleinen. Your top tower is under attack. Mal sehen, mal sehen. Ich hoffe, dass die jetzt dann bald mal wieder leben von mir, dass ich hier bisschen was ähnliches machen kann. Ne, das läuft nicht so gut, aber die Tower, das schaffst du. Es steht eine Chance, dass wir gewinnen, oder? Ja, ja, steht durchaus. Es läuft ja nicht schlecht für uns, wenn wir einfach mal alle von denen killen würden, zum Beispiel. Dann könnten wir. Können wir gescheit was ausrichten. Man kann auch nur 6 Items tragen, ne? Kann man die auch wieder so aufleveln? Den krieg ich. Nein, krieg ich nicht. Das ist schade. Schade. Ja, doch, Flink. Ja, der ist eben recht langsam, der Held. Ja, stimmt. Aber er macht mittlerweile schon über 200 Schaden mit jedem Schlag. Ist eher so ein Angriffstyp, oder? Ja. Eher so vor Angriff. Sieht auch so aus, ne? So ein bisschen gewalttätig sieht er aus. Ihr seht ja auch immer diese Splitter, die hier rauskommen, die ziehen auch schon ganz schön ab jetzt. Schauen wir, ob ich die Rune bekomme. Natürlich nicht, wahrscheinlich. Du hast den dritten Spell noch gar nicht erklärt, das wissen. Der dritte Spell, der ist ein passiver Spell, der einfach der so Betäubungschance hat, wenn ich jetzt einen Gegner schlage. Und macht einfach noch ein bisschen mehr Schaden dann. Ja, dass du dich dann nicht mehr bewegen kannst, ne? Wenn du ihn triffst. Ja. Da, jetzt habe ich erstmal die erste Rune. Ja, hast du schon mal eine Rune, ne? Echt? Ja. Aktiviere ich gleich mal. Hab ich die Rune mal. Das ist cool. Zwei so Helden von mir, die natürlich lang nicht so stark sind wie ich selbst. Den hast du vielleicht auch. Kommt jetzt Roshan hinter mir her. Wer ist das? Roshan, ist das der, ist so ein. Warte kurz, wie ist schnell diese Klone, oder? Muss ich mal kurz killen. Danke. Hab ich gekillt. Abbauen, abbauen. Die Klone sind die gut, oder? Nicht so. Ja, nein. Nein, die Klone sind tot. Ja. Schade. Die halten auch nicht viel aus, muss ich sagen. Ja, viel. Geh jetzt mal wieder aus dem Weg. Nur billige Klone. Also denkt ihr mal daran, falls ihr mal geklont werdet, sind das nur billige Abklatsche von euch selber. Ihr seid mehr wert als Klone. Was macht der Zeus? Auf mit der Schwäche des Neues. Was ist das für ein komischer Knight? Das ist der Skeleton King. Da habe ich selber noch gar nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht so viele Spiele insgesamt. 24. Ja, das ist ja ein paar. Oder wie lange hast du schon? Ein bisschen habe ich schon, ich weiß es auch nicht genau. Ein paar Wochen. Ja. Also nee, eigentlich eine Woche ungefähr. Ein, zwei Wochen. Finde es auch gar nicht so schlecht, dafür, dass es noch eigentlich gar nicht lange. Naja. Kann man sich schon anschauen, oder Leute? Schau es dir überhaupt noch an. Seid ihr noch dabei, ja, und schaut zu? Ist jetzt auch gar kein so altes Spiel. Ja, ja, das sieht ganz gut aus hier. Der ist Level 6, schaut, der ist schon disconnected. None shall hinder me. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Der ist auch komisch, dass der hier drunter. Das ist der Anti-Mage, der vorhin bei mir war und dann einfach gar nicht gefarmt hat und dann einfach gesagt hat, ja, keine Lust mehr. Geh ich jetzt raus. So auf die Art wahrscheinlich. Nee. Hab jetzt auch noch den Point Booster geholt, der gibt mir einfach noch ein bisschen mehr Mana und ein bisschen mehr Leben. Ich habe mittlerweile auch schon 1700 Leben, was schon recht viel ist. Ist auch so eine Art Vital, wie heißt das? Tank. Tank. Ja. Du bist ein Tank, oder? Ja, ich schreibe an die Leute, dass sie in die Mitte gehen sollen. Dann können wir vielleicht. Das ist nicht Jungle. Jungler? Ne, Jungler sind die, die eben nur ihr Farm nur im Jungle holen. Also ich dachte, Jungler wären die im Jungle. Die sind kein Creep Camps da. Hier diese. Diese schönen Waldwege. Kann man eins rein, dass du sie siehst, hier, die da. Ja, schon. Will jetzt nicht angreifen, weil. Ihr sie seht, ich will sie doch gar nicht sehen, ihr seht sie nur. Sie sind die wichtigsten hier. Genau. Was mach ich jetzt? Oh, da ist grad. Da geht's grad rum. Da ist grad Skeleton King. Ja, keine Ahnung. Was ist gerade? Das ist der Elder Titan. Oh, den kriegst du mal. Ja, ey. Hammer. Das sieht's auch. Habt ihr vorhin schon 18 Quests gemacht, ganz so schlecht. Der ist ja jetzt gerade in der Wolke und will da nicht rauskommen, glaube ich. Alter, die Wolke ist cool. Aber er kann nicht ewig in der Wolke sein. Geil. Gut. Hast du auch vorhin 2 Kills gemacht? Ne, das waren gar nicht meine Kills, aber ich habe Assists bekommen, das gibt mir auch recht viel Geld. Das haben wir keine Kills, das ist ja Pech. Ja, weil der immer so langsam zuhaut, dann kriege ich eben immer wenig. Ja, du hast mir trotzdem geholfen. Ja. Gut, anscheinend mit deinen starken Armen. Level 14 sind wir. Freue ich mich mal, wenn wir 16 sind, muss ich sagen. Wie der dann aussehen wird. Scheiße. Heal Potion. Okay, hilft mir jetzt auch noch? Nee. Der hat sich geportet, ne? Das ist ja typisch. Oh, wieder so. Aber den kriegst du jetzt vielleicht noch. Komm schon, den kriegt ihr. Ja. Ja, das war schon ein ganz guter Deal, die sind jetzt alle tot. Ich sag ihnen mal, dass sie jetzt halt die Mitte pushen sollen. Dass wir einfach jetzt vielleicht den Tower kriegen und dann schon recht nah vor ihrer Base stehen, wenn wir das nächste Mal. Ja, guter Plan, ne? Bist du hier so der Stratege, der hier
Anweisungen geteilt. Ja, versuche ich zumindest. Man freut sich endlich für seinen Mitstreiter mit, indem was erreicht. Elder Titan ist zwar jetzt schon wieder da, aber der hat nicht gut gefahren, würde ich sagen. Den kriegen sie jetzt drunter, oder? Ja, den kriegen wir. Das ist ja Spaß, der hat hier gleich wieder geopfert hier. Ah ja, der läuft gut, Mann. Du hast auch gute Mitstreiter, muss ich sagen. Ja. Es läuft ganz gut, unser Teamplay ist auch ganz gut. Macht auch Spaß, muss ich sagen. Schöne Runde. Also ich schaue auch gerne zu. Und die vielleicht auch. Den kriegen sie auch noch, den Turm. Der kann ja auch nichts dafür. Ist natürlich gut. Ja, der kann auch nichts. Schau, der kann auch nichts dafür ausrechnen. Jetzt habt ihr den Durchmarsch. Auf Level 16 musst du noch kommen. Komm schon, das schaffst du. Oder? Können wir jetzt noch hier. Das Ziel ist es, auf Level 16 zu kommen, okay? Ja. Ist auch ein Grund für euch, Leute, dran zu bleiben. Weil ihr wollt ja wissen, wie es ausgeht und natürlich. Ich weiß nicht, wenn es zu weit kommt. Also, wenn wir jetzt einfach gewinnen würden, wäre natürlich auch gut. Nö, ich will, ich will den großen Baum sehen. Ich habe eh schon, seit 3 Spielen keins mehr gewonnen. Das wäre natürlich auch mal wieder ein schönes Erfolg. Oh, das ist klar. Wie geht's rund? Ich bin natürlich so langsam, das gibt's echt gar nicht. Hast du keine Geschwindigkeitsboost, die kommen? Nee, ich hätte mir Boots auf. Die hätte ich bauen können. Geschwindigkeitsboots. Kriegst du nicht? Nee, den krieg ich nicht mehr. Oh, scheiße, stimmt, den hätte ich kriegen können, das war ein bisschen dumm. Hätte ich besser spielen müssen. Nee, kostet nicht wissen. Ja, es ist eigentlich auch so, dass die Vasallen stärker werden können. Ja, kommt so raus. Also, ich hätte mies gerade eine Kiste bekommen, das wäre schade. Das hast du nicht. Oh Mann, kriegst du, oder? Oder? Ja, klar. Du hast doch deine Vasallen, die kämpfen dann mit. Sauber. Hab ich. Level 15. Oh, nein. Tot. Das schaffst du. Nee, ist unwahrscheinlich, oder? Doch, den könnte ich sogar noch schaffen. Aber er ist halt schneller als du. Also hieß dich auch mal das, ne? Ja, ich versuche ihn ein bisschen so zu heilen. Ich habe noch eine gute Taktik. Du hast ja auch recht viel Leben von mir. Ja, ja, schlecht. Das krieg ich noch. Nein! Ah, Zeus! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn, Mann! Der macht einfach so viele Kills, nur durch seine Ulti, wo er einfach jeden trifft, der in der Nähe ist. Ja, der hat auch vielleicht die meisten Kills insgesamt, oder? Ziemlich total genervt, muss ich sagen. Mann, das wäre jetzt unnötig. Boah, wie lange dauert es jetzt? 45 Sekunden, bis wir wieder spielen können, oder? Ich bin jetzt aber auch schon fast Level 16, also vielleicht sehen wir es noch. Ja, vielleicht. Geh jetzt hier einfach nach oben und versuche noch bis Level 60 zu fahren, damit sie auf jeden Fall. Geh mal nach oben ins feindliche Lager, was da so abgeht, oder? Hier könnte man hinschauen, oder wie meinst du? Nee, ich kann oben ins Rote. Da ist gerade eigentlich nicht viel los, da wird einfach. Ich will es trotzdem sehen. Nein, nicht. Ist nicht sehr spannend. Es gibt jetzt aber gerade kein Teamfight, ist gerade irgendwie nicht sehr spannend. Es sind auch relativ viele tot gerade, oder? Nee, es ist gerade eigentlich gar niemand tot, außer mir. Der da spielt eh nicht mehr mit. Der ich Krieger, keine also Krieger schaut echt cool aus. Das finde ich auch geil. Kannst du hier spielen? Mit dem kann ich so ein bisschen hinterher gehen, kann man ihm anweisen. Der kann ja auch kämpfen, nicht? Oder? Nee, kämpfen kann er nicht. Aber die anderen können ihn töten, dann kriegen sie da ganz schön viel Geld dafür. Ich verkaufe jetzt hier mal meinen Magic Wand, der eher im Early Game wichtig ist, damit ich mich eben immer wieder healen kann. Ja, sind wir noch aber im Early Game oder was? Nee. Sind wir da schon im Midgame? Ja. Aber geht auch schon langsam auf Endgame zu. Ich meine, es ist ja. Wir sind direkt vor der Base, haben auch schon den Turm zerstört. Es geht eigentlich nur noch darum, jetzt die anderen irgendwie da zu überraschen. Mal, der geil. Hast du gerade gekriegt? Ja, ich kann nicht. Den hier. Okay, gut. Hab jetzt hier auch schon meinen. Wie heißt das Ding eigentlich? Mein Zepter der Vernichtung. Jetzt bin ich Level 16, schau. Ja. Boah, Baum war 2.0, würde ich sagen. Der ist cool. Jetzt bin ich halt wirklich so ein fetter Baum, das ist halt einfach recht lustig. Sieht echt cool aus. Das ist nicht wirklich tiny mehr, muss ich sagen. Nein, nicht mehr. Und ich mache halt jetzt wirklich 207 Schaden mit jedem Schlag. Schau, wenn ich jetzt hier mal da ein bisschen nur Damage drauf lasse. Hier seht ihr jetzt, wie ich mal ein bisschen. Das war jetzt perfekt, ich hab Pfeil da. Was für ein Pfeil? Da war halt so ein roter Pfeil. Ja, das war der Kurier, der einfach zu mir gekommen ist. Ah, okay. Schau, ich hab jetzt hier auch so einen Baumarm, der da immer so, der hält jetzt so einen komischen Baum. Okay, das stimmt, ja. Dann kannst du den zuschlagen. Ohne da, ja, zwei gegen mich. Drei. Wuhuhuhuhu. Hätte ich gelebt. Boah, nein, das passt nicht mehr. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht noch kriegen. Wäre eh klar, dass ich tot bin, aber vielleicht hätte ich ihn noch kriegen können. Okay. Hat nicht funktioniert, aber naja. War auf jeden Fall ein guter Plan. Hätte funktionieren können. Das nächste kommt dann wahrscheinlich das Hart. Was ist eigentlich für ein Symbol da unten? Das ist ein Boden, das eingesetzt ist. Das da? Nee, das da. Ja, genau dasselbe. Und nicht dasselbe? Nee, da am Boden hier. Keine Ahnung, das ist einfach. Das war das Mystische. Weiß ich jetzt auch nicht, was das bedeuten soll, genau. Ich dachte, das ist auf jeden Fall die Glyphe, die kann man aktivieren.
dann kriegt man kurz Immunität gegen Schaden auf Türme. Also wenn jetzt Türme von unserer Base stehen würde und angreifen würde, wir hätten noch 5 Sekunden zum Respawn, könnten wir das aktivieren, dann kriegen die kurzzeitig keinen Schaden. Na gut. Ich möchte jetzt unten pushen, damit wir noch den letzten Turm kriegen. Es sind ja recht viele Kniffel und... Kniffel? Ach, keine Ahnung. Kniffel? Das ist ein gutes Spiel auch, muss ja, ich sagen. Ja, Kniffel, können wir auch mal Let's Play. Let's Play Kniffel, ja. Der hat Haste. Können wir schon machen, wieso nicht? Schau, also Haste ist maximales Bewegungstempo, dann läuft er so richtig schnell rum. Kann die auch gut abfangen im Wald. Mhm. Bin ganz schön oft gestorben, muss ich sagen. War recht unnötig eigentlich. Ach, der Video Level war richtig gut, da können wir ja Kniffel spielen. Wir haben jetzt übrigens die Ferienwohnung, hab ich dir noch gar nicht erzählt, oder? Ja. Gut, ja. Richtig schön. Vier Stationen von Reichs Arena entfernt, der erstmal von dahin. In seiner schönen, chilligen Ferienwohnung. Dann zeige ich natürlich auch in so einem schönen Vlog-Tagebuch, was da so abgeht, gehört. Ja. Also auf unserem Hauptkanal natürlich. Falls ihr den noch nicht kennt, schaut unbedingt vorbei. Der Hauptkanal ist natürlich auch einiges besser als dieser Kanal. Also besser geht er gar nicht, aber es ist natürlich besser. Ich konzentriere mich mal ein bisschen aufs Last Hit, was aber jetzt eigentlich schon unnötig ist. Ja, da ist schon so gut wie gewonnen, oder? Das ist gut aus. Ja, sehr gut aus hier. Gehen jetzt mal runter, machen den Tower weg. Der ist eh gleich weg. Läuft! Ich werde hier mal ein bisschen geht mit dem Tower. Ach komm schon, wieso hilft der mir nicht? Könnt ihr ein bisschen helfen? Pyromaniac, wer ist Pyromaniac? Ist er gut? Kann er gut mit Pyro in dem Feuer? Ach komm, was soll ich wieder abholen? Zeus! Dieser scheiß Zeus! 65 Sekunden Wartezeit, Alter. Ich glaube, Zeus ist schon scheiße. Ich mag den gar nicht. Vor allem, weil das andere Team hat dann einfach zwei, die hier so richtig nervig sind. Den Spirit Breaker, der kann irgendjemanden chargen, da läuft er so total schnell auf ihn zu. Und dann ist er zu kurzzeitig gelähmt. Der zum Beispiel jetzt. Ich könnte einfach so auf ihn zulaufen, da wäre gelähmt, da könnte ich ihn kurz wegmachen. Aber der Zeus, der mittlerweile auch schon. Welches Level ist denn der? Zeus Level 17 ist. Der Spielbreaker ist schon Level 20. Der ist auch Level 17. Eben wegen diesem Level 20, das bekommt ihr eben nur durch die Sekunden Charges, dass auf irgendjemand zuläuft, der Zeus kommt mit, hittet ihn auch noch. Na, war es einfach. Mhm. Kann man hier auch den Vitality Boost machen, dann ist noch mehr Leben. Ja, warte. Muss ich zu diesem Secret Shop hier oben gehen. Vital Lebenskraft. Ja, egal. Ja, aber kann der Zeus auch nicht mehr viel ausrichten, wenn ich schon so gut gewonnen bin. Ja, du würdest es nicht unterschätzen, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz unvorsichtig wären, in einen Teamfight geraten und dann irgendwie alle sterben würden, könnten sie einfach mindestens eine Lane einreißen. Wäre nicht so praktisch. Das wäre natürlich dann nicht so geil. Was sind das eigentlich für komische Eisblitze, die unsere Türme da abfeuern? Weißt du, was das ist, oder? Ja, das sind halt einfach blaue Blitze. Eisblitze. Keine Ahnung, das ist halt einfach irgendwelche, macht halt Schaden. Ach so. Was es genau darstellen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Wollen wir jetzt hier den Vitality Boost haben? Ich finde der Name Tiny ist nicht wirklich passend für den. Ja, ist eben am Anfang Tiny und wird dann immer größer, das ist halt, keine Ahnung. Ich bin schon in Ordnung. Das Telefon klingelt. Ja gut, dann. Your middle tower is under attack. Versuchen wir das Spiel zu werden. Ja. Werden wahrscheinlich schon zwei Videos sein, also ihr seid wahrscheinlich gerade im zweiten Video. Also geraten, Zico. Ja, keine Ahnung, mal müssen wir mal echt schauen. Ja, möglicherweise können wir jetzt hier schon einfach mal in die Base marschieren, wenn die alle mal mitziehen würden. Ja. So sieht's aus. In der Haus. Like a Klaus. Ah, schau, scheiß Spiritbreaker, ich hasse den. Da kommt auch gleich noch der nächste. Wieso mir jetzt hier einfach zu nervig? Die kommen jetzt einfach zu viel auf mich zu. Das ist echt dumm ist. Genau. Ja gut, dann. Telefon ist auch wieder vorbei. Ich hab das so gesagt hier. Mein, es läuft gar nicht gut, muss ich sagen. Es könnte besser laufen. Also, ja, du stirbst gerade relativ häufig, das ist so fein. Es steht 4, 12, 9. Ich mach zwar trotzdem viele Assists und auch ein paar Kills, aber... Oh, dann greifen wir aber schon an hier. Ich weiß gar nicht, wieso die echt gar nicht verteidigen. Das ist echt dumm. Wenn ich jetzt so scharf mit diesen Gammeln... Nee, die spawnen immer wieder. Ja, klar. Hier rein, aber trotzdem, ich komm schon wieder den Nächsten. Das ist schlecht hier gerade. Aber da kommt auch schon hier der Elder Titan. Ich glaube, eigentlich nur 15, das könnte ich auch allein mal wischen.
Mhm. Ja, irgendwo, wenn man irgendwie unvorsichtig ist. Ja, von uns sind halt auch gerade zwei Leute tot. Das ist gerade irgendwie so. Ich glaube, die sind gerade in die Bot auf dem Marsch. Drawing, das ist auch tot. Die ist schon Level 20. Die sind gerade auf dem Marsch hier. Die marschieren gerade. 4 Sekunden noch, dann bin ich wieder da. Wir sind zu neu geboren. Das ist tiny. Ich versuche hier vielleicht mal jetzt halt mit irgendeinem zusammen entlang zu gehen. Das ist ein guter Plan. Kommen wir vielleicht auf die Rune, die natürlich gespawnt ist. Ich finde, sieht einfach hammer aus wie so ein komischer Baum, der entlang spielt. Ja, geht mit seinem Arm, der. Also, ist nicht sein Arm, den hält er. Eigentlich ist es ja so ein Steinbaum, oder? So ein ja, irgendwie schon. Steingewächs. Aber im Wasser ist man auch nicht so schnell, ich habe es gesagt. Dass der so langsam herumwartet, oder? Illusion. Also, da kann ich sie aber einfach so ganz blockieren, indem ich so rüberziehe und dann laufen sie halt alle zusammen. Kann man noch getrennt gehen, oder? Mit dem. Ja. Cool. Ah, jetzt halt jetzt kommen auch nicht die Zeugen. Schaffst du das? Weiß ich nicht. Möglicherweise. Einen vielleicht. Ja, doch, das ist ja auch ein Klon. Alter, was ist denn da? Habt ihr es doch angerollt? Ah, ja, das ist der Spirit Breaker. Der rollt immer an und dann stunt er mich und dann war es das halt. Mhm. Boah, das ist gerade echt nervig, das Spiel, muss ich sagen. Ja, ich dann geh jetzt einfach mal mit jemandem. Mich würde es persönlich nerven, wenn man immer nicht spielen kann und nur so da warten muss. Aber. Wir müssen den halt jetzt, wir dürfen den nicht zu viel farmen lassen. Einfach zu viel Last jetzt bekommen, das Schwert einfach so stark wird, dass wir ihn halt nur noch zu dritt oder so bezwingen können, zusammen. Mhm. Aber die laufen, die haben auch ein sehr gutes Teamplay, die anderen, muss ich sagen. Die spielen alle gut zusammen. Und wenn halt einer mal angegriffen wird, dann sind sofort alle da. Man kann halt echt gar nicht die Chance. Ja, das haben wir gerade eben auch gesehen. Da die Draw Ranger, die kriegen den. Schau, da ist gleich wieder der Zeus da. Und spielt sehr gut mit den anderen zusammen. Und jetzt ist auch tot. Jetzt weg von den anderen. Die anderen kriegen die auch noch. Die ist 15, kriegen die locker. Ja, dann hilft ja auch wieder diese komische Rolle. Der Spirit Breaker, ja. Spirit Breaker. Der Geist ist so richtig Brecher. Nervig einfach. Ich hasse den. Da kommt der Elder Titan. Ach, den haben sie gar nicht erwischt. Ich dachte, den hätten sie erwischt. Ja, wen haben sie nicht erwischt? Wieso kommt der jetzt mit Anti-Mage? Der ist doch Level 7. Also man kann auch tote Leute, die geleftet sind, die kann man jetzt, die kann man auch steuern dann. Kann man gestorben sein. Das ist eine gute Sache. Ist nicht so ein Nachteil, oder? Geh jetzt mal in die Mitte, damit ich hier ein bisschen verteidigen kann. Kannst du auch den Level, der am Anfang geleftet ist, kannst du auch spielen, oder? Ja. Aber der ist eben auch gerade gestorben. Ja. Der hat ja gerade irgendjemand anderes gespielt, der gestorben ist. Mhm. Das kann natürlich auch verwirrend sein für die anderen, weil die denken sich dann, oh, vielleicht hat der gut gelevelt oder so. Dabei ist der Level 7. Aber es kann natürlich auch schlecht sein, weil die anderen natürlich dann viel Gold dafür kriegen. Du kannst jetzt mal kurz diesen einen Fünften da spielen. Das war lustig, oder? Ja, ich lebe ja gerade schon wieder. Das kann, sollte man eigentlich nur machen, wenn man tot ist, weil wenn ich hier jetzt nicht aufpasse, dann spiele ich den anderen. Und dann bin ich auf einmal weg. Du kannst ja auch mal kurz hochschicken, oder? Das kann der machen, der gerade tot ist. Man ist ja nett. Ja, das Geld. Das ist der König des Skeletter. Und jetzt greift ihr auch wieder die. Was ist das hier, was du Base. Wenn man das wegmacht, dann habt ihr bessere Design. Dann haben wir bessere Design, ja. Mit dieser Welt dann wieder völlig vorbei. Ja, ich schaff mal locker. Läuft. Ist hier der Last Angriff, oder? Ich keine Ahnung. Und wie kriegt ihr da diesen komischen? Und da ist Zeus auch schon wieder im Wert. Oh nein. Der hat dich auch schnell gekriegt. Ja, ich kann mal diesen Fünften jetzt mal spielen. Ja. Wo ist denn der? Ich freu was. Ist natürlich halt sinnlos, der zu spielen war. Ich weiß halt einfach nicht. Sieht doch randig aus, sieht aus wie so ein komischer Naros. Naruto. Der hat halt einfach nichts, der hat keine Items mehr und der hat auch kein Geld. Der hat ja keine Items. Weil der halt einfach an sich tot ist. Ah, ist das super. Das ist das Beste. So, das zählt ja einfach immer hoch bis 4 und dann kriegt dann auch kein Gold. Man kann die Gegner nur damit ablenken. The path is clear. Ist das trotzdem eine gute Sache. Hab den selber auch, muss ich sagen, noch nie gespielt. Ich geh mal hoch in die Base, so einfach als Einzelkämpfer, der so angeht. Ach, der kann gar nicht. Ach, der will gerade jemand anderes steuern. Schon steuert gerade jemand anderes. Sehr gerne. Ich will ihn steuern. Schick ihn mal hoch in die Basis, das geht. Da rein? Ja, einfach so als Geld, so als schlechtes Ablenkungsvermögen. Ne, das Alten ist eigentlich unklug, weil da kriegen die anderen ja ganz schön viel Geld. Ach so, stimmt. Aber die zieht ja nicht gerade wieder zurück. Die findet es eh sinnlos, was ich da mache. Yes. Ey, wir sind 12 Sekunden auch wieder dabei. Sieh, da oben sieht man immer, mit dem grünen Punkt übrigens sieht man immer den Ulti, wer gerade den Ulti ready hat. Also, den R-Spell. Ich hoffe nochmal, dass das langsam vorbei ist. Ne? Ich spiele ja schon eine Weile. Ich nehme an, dass es bald vorbei ist, aber das ist echt schon ein ganz normales Spiel. Das ist immer noch im Ra. Oh, was ist das hier? Das ist eben diese Glyphe, wenn man sie aktiviert, da haben wir eben bald. War das gerade sinnvoll, oder? Ja, das ist schon recht sinnvoll, weil die da alle gerade reingekommen sind. Jetzt
Ach, wollten hier den Tower kaputt machen. Die Salifäne, da können sie den Konter machen. Wenn wir das schaffen, ja. Aber die haben natürlich diesen scheiß Spirit Breaker, der natürlich dann einfach immer von der Seite kommen kann. Ja, ich habe die Charaktere von denen sind auch passen auch recht gut zusammen, oder? Ja, die spielen auch gut zusammen, stimmt schon. Die haben einfach auch ein sehr, sehr gutes Teamplay. Und der. Wir sind jetzt aber hier auch alle vier dabei. Da unten kommt auch der andere hinterher. Also die anderen. Das ist natürlich auch Glück oder Pech, was man jetzt für Mitglieder hat. Also im Team. Ja. Für Mitstreiter. Aber eigentlich kann man, wenn man tut, dass man im Spiel kann, mit allen viel ausrichten, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt geht hier auch in die feindlichen Basis. Ist los. Die kämpfen hier gerade, den Spirit Cracker gibt. Ja. Sehr gut. Ein Feind weniger, den fährst du auch nicht. Demos Call. Bist du Demos Call? Nee. Wie bin heißt du eigentlich? Ich heiße Tiny. Sheldor. Sheldor. Toller Name. Ich denke, sie, wie das kennt. Okay, ich bin offen. Lost. Kommt noch mal das IP. Also. Ha, warum? Alle tot. Vom Gegner. Und ja, jetzt können wir jetzt könnt ihr ein bisschen heilen und dann angreifen, ich sag. Ja, jetzt können wir warten hier auf unsere Minions. Die Vasallen und dann die Türme. Dann können wir die Türme mal zerstören. Wir haben derzeit, da hat sich jetzt gerade eine zurückgekauft. Zurückgekauft, wie geht das? Man kann sich alle 5 Minuten oder so kann man sich einmal zurückkaufen. Also wenn man mit dem Tod bist, oder was? Ja. Tja, sie. Aber der ist gleich wieder tot. Aber das kostet ganz schön viel. Das kostet 10.000 oder so. 1.000, ich meine. 10.000. Wie machen die das denn? Der Kilo rennt sich auch zweimal zurück, oder? Vielleicht auch 2000, ja. Ja. Oh, jetzt will ich. Ja, nur das ist schon alles noch in Ordnung. Sind diese oder ich riskiere, dass du stirbst, dann komme ich mit deinem Gnome, das war töten. Was ist denn das? Der Ghost. Ich will keinen Mann. Jetzt habe ich das noch kurz mein Weaver. Da kriege ich noch ein bisschen mehr Angriffsstärke. Mhm. Das ich auch überhaupt. Und verschiedene Arten von Minions. Was gibt es auch diese Katapulte oder so? Was war das noch? Was hast du gesagt? Katapulte. Ja, die gibt's auch noch. Und das, bei den Mega-Creeps gibt's dann eben noch, sind die halt einfach mal noch größer. Hier sieht man sie ja schon, die sind ja viel größer als die anderen. Also viel stärker. Ja. Groß heißt stark. Und ohne Shirt heißt auch stark. Vor allem spielen so. Ne, nicht unbedingt. Es gibt auch kleinen flink und stark. Du hast nochmal 25 Stärke bekommen, aber jetzt 3000 Leben, wie man sieht. Was schon krank viel ist. Also, ja, das ist halt der Tank. Ich habe jetzt schon 700 Regen, aber das sieht man halt kaum, weil ich einfach schon so viel Leben habe. Das merkt man kaum. Hat sich ein bisschen heilen, oder? Nee, ich kann mich gerade nicht heilen, muss ich sagen. Aber ich brauch's auch gerade nicht. Ja, sieht man so nicht aus. Ich bin auch schon Level 20, ist auch schon ganz gut. Habe jetzt auch bald mein Hard fertig, bräuchte jetzt noch. Wie viel bräuchte ich noch? 1200, dass ich mein Hard fertig habe. Bist du ein würdiger Gegner für die Gegner? Ich brauche ganz ehrlich. Ja. Der ist weg. Ist der auch, oder? Ja, hab ich gekriegt sogar. Cool. Nice Stick Tiny. Jetzt kannst du. Jetzt wird er echt mal ins Fertig machen da oben. Wie heißt das nochmal? Wieso machst du jetzt einen Heidi? Ich finde so. Smiley kann man immer machen, ne? Ja. Wie heißt das Teil, was du am Schluss zerstören musst? Wie heißt das nochmal? Den Hiebet. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt hier heißt. Mal den Sound reinschauen. Lass da ich gerade so abgeht. Gewonnen! Radiant Victory! Alter, das sieht cool aus. Das sieht echt geil aus, wie das aussieht. Voll der Krater. Good game! Jetzt stand. Sehr gut. Mordor, wenn er noch vernichtet. Die hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Spiel, muss ich sagen. Ja, war einfach schön zu spielen. Habe ich jetzt hier noch so schöne Arm-Sachen bekommen, da kriegt man noch so ein bisschen, für die Helden kriegt man noch so, habe ich jetzt bekommen für die, weiß nicht nochmal, Crystal Maiden habe ich jetzt so komische Arm-Teile bekommen, die kann man hinmachen, das ist nur für den Style, bringt sonst nichts. Ja, so ein Pilzhaus. Ja, die da, die kann man irgendwie aufschließen, mit so komischen Schlüsseln, die man gewinnen kann. Ja, das war jetzt auch das Spiel, das kam aber kein gewonnenes Zeichen, das fehlt irgendwie. Doch, das kam. Habe ich gar nicht gesehen. Oben stand Radiant Victory. Ja gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn ihr es wollt, oder auch nicht. Wenn ihr Lust habt und ihr es wollt, dann kommt es garantiert. Egal. Toll. Ja, servus, bis dann.